Die Low-Level-Lasertherapie eignet sich hervorragend zur Unterstützung der Wundheilung bei Ulcus cruris. Vor Beginn der Laserbehandlung muss die Wunde halbwegs trocken und sauber sein, dazu mit Desinfektionsmittel den Wundrand säubern und so gut es geht ein Wunddebridement durchführen. Je weniger Wundbelag oben ist, umso tiefer kann der Laser eindringen und umso besser der Heilungserfolg. Den Laser mit dem jeweils passenden Aufsatz versehen. Im Fall vom Helbo Mini Laser wäre das der kleine Diffusoraufsatz, um ein flächiges Arbeiten zu ermöglichen. Nach Aufsetzen der Schutzbrillen bringen wir nun ca. 4 Joule pro Quadratzentimeter ins Gewebe ein. Das entspricht beim Helbo Mini Laser mit 120 mW ca. 30 Sekunden pro Quadratzentimeter, also pro ausgeleuchteten Bereich. Danach bewegen wir uns um einen Quadratzentimeter weiter rüber. Beim Ulcus cruris wird immer mit Abstand bestrahlt und um ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen und ein hygienisch einwandfreies Arbeiten, bitte immer mit dem Finger gut abstützen. Ich zeige hier die Handhaltung, damit man nicht aus Versehen in die Wunde hineinrutscht. Der gesamte Ulcus und auch der Wundrand werden mit dem Laser bestrahlt. Man bewegt sich alle 30 Sekunden einen Quadratzentimeter weiter nach links oder nach rechts, bis das gesamte Areal fertig bestrahlt worden ist. Anschließend werden die Verbände wieder laut Verordnung angelegt. Hier derselbe Ulcus nach 3 Bestrahlungen. Man sieht bereits hier eine beginnende Wundheilung und Regeneration. Die Low-Level-Lasertherapie kann man natürlich noch durch weitere therapeutische Methoden ergänzen, zum Beispiel durch eine Lymphdrainage oder durch reflektorische Techniken oder durch APM oder zum Beispiel durch ein auf das Krankheitsbild abgestimmtes Akupunkturprogramm.